Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Erwin meinte, das Gebäude nach der Spitzkehre, ob das mir nicht bekannt vorkommt. Also die einzige Spitzkehre, die ich wahrscheinlich sehe, ist das hier. Also musst du das Logistikzentrum meinen? Und nicht so wirklich. Mietet kennen? Also ich finde ja eh, dass die alle ziemlich gleich aussehen, aber sonst so. I don't know. Ich würde jetzt als erstes meinen Plan machen und den Anhängershop machen. Dann würde ich vielleicht diesen Weg hier einmal langfahren, wenn ich hier zum Türmchen komme. Und wenn wir dann noch Bock haben, die Hauptstraße runter. Ich habe nur ein bisschen nachgetankt, weil ich jetzt nicht wollte, dass wir da zu viel machen. Ich markiere mal kurz mal den Weg hier drauf. Oh, der ist falsch. Wie wir ungefähr fahren sollten. Und wir werden natürlich, also einen Anhänger werden wir mitnehmen. Oder beide. Ich werde beide, glaube ich, mitnehmen. Kostet ja alles Geld, ne? So, wir hatten schon Licht an, aber okay, man sieht das so kaum, das Licht an ist. So, mein Juter. Immer ankoppeln. Da unten ist dann Lieferung zum Parkplatz, den Scout, okay. Der steht da unten direkt. Ich denke mal, die sollten wir alle da hinkriegen. Das ist ja jetzt nicht der schwierigste Weg, glaube ich. Wenn wir jetzt hier so fahren müssen. Bisschen Baum im Weg, aber sonst so geht. Gaut. Und das gaudet auch irgendwie. Ein wenig. Da den voll tanken und dann machen wir hier ein bisschen Orterkundungsservice. Jetzt sollte er über die Kuppe ja alle da. Ja, ordentlich, sehr schön. Sehr, sehr ordentlich. Ja, und nachdem wir das dann gemacht haben, wird es auch wieder Zeit für so einen Hauptaufpark. Wir lassen ihn dann natürlich hier so stehen, so halbwegs. Und schauen mal, was wir denn hier so machen können. Da ist immer das Kaufen und Verkaufen so ein bisschen, oh, tricky. Nur einen Reparaturwagen kaufen, ne? Dann wahrscheinlich mit dem Reparieren auch dann eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall muss so weit hier, wenn ich so lang bin, viel weiter außen angefahren werden. Und wahrscheinlich mal mit einer Gegenlenkung oder so. Ja, gefühlt lenkt ihr auch gar nicht richtig ein. Aber wenn ich hier jetzt vorbeikomme, ne, will er nicht. Den Zaun, der ist mir ja. Aber so wäre besser gewesen. Naja, halbwegs haben wir es ja geschafft. So. Anhängershop. So, dann können wir erstmal den hier verkaufen. So,
Dann können wir den mal ankoppeln. Dann können wir den auch wieder verkaufen. Den einen haben wir ja zumindest hier von hier, ne? So. Dann glaube ich, mache ich den hier mal kaufen. Mach mich jetzt hier mal nachtanken komplett. Und dann auch reparieren komplett. Ja, komm. Komm. Ah. Oh. Manchmal geht das nicht. Ich weiß nicht warum. Ja. Goodie. Shop und dann verkauft. Geil. Ich mache mal kurz aus. Ich markiere mir mal den Weg jetzt hier nach oben. Also wir wollten hier gleich so. Hier gleich so rein. Also mit den Ja wäre ich auch gerne hier. Aber ist ja für den haben wir noch Upgrades, ne? Kann das sein? Und dann gucke ich mal, wo ich da hinkomme. Aber ich könnte auch. Warte mal. Hier ist doch auch ein viel coolerer Weg, glaube ich. Wenn wir jetzt so sagen, hier, oder? Ah, wir gucken so mal. Auf geht da. Schauen wir uns das gemütlich an. So weit weg war der jetzt nicht. Und den schauen wir mal, weil als nächstes auf unserer großen Aufgabenliste steht. Boah, herrlich, ne? Also das ist ja auch eine. Oh, da unten. Was für eine Aussicht hier. Geil. Ey, das nehme ich, glaube ich, mal so als Thumbnail. Aber, guck mal, ich habe ja hier, und jetzt müsste ich, wo war denn das hier? Tiefenschärfe? Genau so. So müsste ich es machen, ne? Genau so. Dann seid ihr mal dabei. Ihr könnt sagen, ich habe gesehen, wie er alles macht für sein Thumbnail. Und das in der gleichen Tonlage. Dann wart ihr live dabei. So. Der Weg, der scheint ja jetzt hier nicht so saugefährlich zu sein. Da ist er. Der Turm. Und der ist aber höher gelegen auf jeden Fall. Gefühlt bauen wir jetzt wieder zurück. Ich glaube da vorne den rechts rum, ne? Oh. Autsch. So. Autsch. Jetzt hier zum Warehouse. Ich glaube, der andere Weg wäre fast besser. Ah, das ist aber ein doofer Weg hier. Das hier hinten? Ne, das ist nicht der Weg. Achso. Die Geschichte wieder mit den nicht vorhandenen Rückwärtsgang. Oh. Das sieht alles. Ich muss doch jetzt hier clevererweise noch da. Oder? Oh, die haben wir aber gut genommen. Das war eine super Abkürzung. Also Abkürzung ja nicht. Na.
So, irgendwann muss es hier rechts hin. Dann müssen wir genau hingucken, wann hier so ein Weg kommt, ne? Oder was ist das hier? Was ist denn das hier? Achso, doch, dahinter. Aber hier können wir auf tanken, ne? Oh, okay. Oh, ich war doch gerade drin. Gut, jetzt haben wir die auch schon mal. Also klar, wir haben jetzt nicht so den vorteilhaften Truck, aber wir haben ja keinen anderen hier. Ich hätte gerne die Karte auch noch offen. Also das scheint ihn ja jetzt nicht zu stören. Irgendwie alles nicht zu stören. Naja, das mag ich hier, ne? Wenn jetzt hier einfach so durchfährt. Auf jeden Fall müssen wir nie was nach oben bringen, aber sonst ist das alles gut. Mag ich. Das ist ein düftes Sache. Ein düftes. Na, alles nur, damit wir was sehen, ne? Okay, ich glaube, das könnte jetzt hier noch ein bisschen. Ja, ich sag mal so, ne? Zu eng sah das jetzt nicht aus. Zu eng wird es auch kaum gehen. Doch, gibt's schon. Garantiert. Wir hatten damals mal eine Situation mit dem P16. Da gab es auf jeden Fall zu eng. So, und die Punkte nehmen wir natürlich auch mit. 50 geile Points. Ja, haben wir hier auch Quests auf. Oh, geh mal da hinten suchen und retten. Und so weiter und so fort. Ja. Also hier haben wir ein paar Sachen. Aber ich finde die Karte bisher ganz cool. Wir haben zwei Türmchen hier noch aufzudecken. Weiß ja nicht, ob die da gegaut ist. Aber ich glaube, wir machen, wie ich erzählt habe, erstmal eine Hauptquest weiter. Wir haben hier ein paar. Wir haben einmal den hier. Bohrungslader. Oh shit. Oh, der Palpla. Ach du Heiliger, was ist das denn? Und hier. Die sind ja alle hier hinten. Haben wir nicht noch welche da vorne irgendwo? Also Nachschub für das Sägewerk ist im Bergfluss. Oh, das ist ja auch hier. Ne, irgendwas habe ich verkackt. Hier ist ja noch einer. Was ist? Nordhafen. Bohrausrüstung. Lieferung zum... Aha. Vom? Da hinten? Aber das ist auch schon mit der Bohrausrüstung. Das hatten wir schon mal. Mit der Bohrausrüstung. Das wäre zum Beispiel eine, die könnte ich machen. 5000. Ich glaube, die behalte ich. Weil dann machen wir so, dann nehmen wir die, dann fahre ich hier wieder zurück, dann hole ich mir den hier noch und dann ist Gold. Also ein paar Quests haben wir ja gekriegt ohne Ende, ne? Ich glaube, wir können jetzt mit denen hier runterfahren. Wir machen jetzt mal eine kleine tolle Wende. Nach denen. Sind wir eigentlich am höchsten Punkt hier? Nee, da hinten sieht es auch noch hoch aus. Gut. Aber wir sind so ziemlich am höchsten. Das kann man festhalten. Also man kann so halb stolz sein. Ja. So halb stolz reicht ja auch manchmal.
Ich bin ganz wenig gegengefahren, ne? Naja, das wird also geschaffen. Einmal liest. Oh, wo kam der denn her? Wahrscheinlich von rechts. Will nicht so viel verraten, aber wahrscheinlich schon. So. Ne, hier einfach zwischendurch jetzt. Sag mal, die Schwerkraft ist ja auf meiner. Oha. Oh, da ist ein Baum. Oh, da ist ein Baum. Oh, ich habe den Baum geschafft. Na, Gott sei Dank. Ich weiß zwar, ich wollte andersrum lang, aber jetzt bin ich hier. Hat sich eigentlich recht angenehm gefahren. Ich muss eh denn nach mir die Pritsche wiederholen, ne? Für die Bauausrüstung. Brauche ich dir natürlich die Pritsche. Und glaube eigentlich ziemlich, dass ich hier lang muss. Also ihr könnt auch den Weg denn nehmen, ne? Jetzt könnten wir hier so lang, hier so, und dann könnte ich hier mal reinfahren. Den können wir ja auch noch nicht so richtig. Und dann glaube ich, dass die Brücke, wo ich den letzten Ping gemacht habe, wahrscheinlich noch repariert werden muss. Ich gehe mal davon aus. 100%ig weiß ich es nicht. Aber ich gehe irgendwie davon aus. Das ist meistens immer so bei diesen Spielen. Und was musst du reparieren? Und machen und tun? Kann ich mir auch hier gut vorstellen. Okay. Wenn er jetzt vielleicht noch ein bisschen Tempo aufnehmen würde im Rückwärtsgang. Okay. Ja, das war jetzt nicht ganz so geil, aber ich glaube, das geht schon. Oh. Okay. Das ist eine kleine Tanne. Die kann man. Okay, das ist auch eine kleine. Ja, und das ist auch eine kleine Tanne. Wollen Sie auch gar nicht beschweren, die Tannen, weil die stehen ja auch absichtlich im Weg. Meine Güte. So. Da quietscht es schon aus jedem Rohr. So. So, noch geht's hier gut lang. Hier ging es ja irgendwie zum Sägewerk oder so. Da will ich ja gar nicht so hin. Das ist hier aber sehr verschneit. Aber ja, der powert sich aber auch gut durch, ne? Da kannst du nichts sagen. Kleiner HX ist ja, der ist nicht zu groß, der ist nicht zu schwach. Ne? Der kann sich hier durchbeißen. Deswegen auch einer meiner Lieblingsfahrzeuge. Coole Sache. War jetzt schon bei der Brücke oder? Da müssen wir ja. Oh, die gibt's da, die Brücke. Oh, die gibt's. Da brauchen wir diesmal nichts bauen. Das ist gut. Ein Holz hier hin. Nehme ich mal wieder da oben hinkommen. Okay, dahinter ist. Ah, hier ist eine Baustelle. Okay. Gucken wir erstmal schon mal. Ich weiß zwar nicht, warum ich dich nicht annehmen kann, mein Freund. Weil die Aufgabe auf der anderen Seite gibt. Was ist denn?
passe ich da? Da passe ich da hinten durch. Also A, wie sieht's denn da aus? Ob ich da hier durchpasse. Mit dem Deckel, ne? Ja, da vielleicht nicht, aber eine später. Nee, das haben die so gemacht, dass man hier nicht durchpasst. Ich hab's akzeptiert. Also wir hätten hier uns vielleicht noch graben können, aber erstmal hier mit meinen Dingens da so vorbei. Sieht aber teilweise so aus, ob kann man da durch. Gut, hab der clever gemacht. Da hätte ich mich auch noch ein bisschen eingraben können. Also wäre vielleicht auch ein bisschen anders noch gewohnt, aber. Wollte er jetzt nicht zulassen. Also da müssten wir den Umweg nehmen und zwar hier durch wahrscheinlich. Ja, machen wir noch. Wir haben ja Zeit. Jetzt ist ja okay. Nehmen wir uns das mal. Sie hier für uns parat halten, ne? Wir müssen natürlich den gleichen Weg dann wieder zurück, das ist logisch. Aber wenn der Weg hier okay ist, ich weiß nicht, wie es unten im Wasserbett aussieht. Jetzt. Also aus, so ist natürlich ein bisschen nass. Ah, das hat mir ja schon was gedacht hier. Also, den Baum magst du gar nicht. Alter. Hat er gewollt und geschafft? Ach du Heiliger. Naja, ich weiß nicht, ob ich das feiern soll, weil wir haben auch nichts zum Festhalten da. Also ich muss da ziemlich am Rand fahren. Also hier wird steinig. Okay, dann muss man nur gucken, dass man den Anfang irgendwie schafft. Und danach wird's. Also der Anfang ist einfach nur Matsch. Der ist einfach nur schlecht und matschig und nicht der Beste auf jeden Fall. Sagen hat er hier nicht jetzt ja, habe ich daneben geklickt. Ich habe daneben geklickt. Hatte ich schon gewundert. Also ich nehme die natürlich an hier, die Quest, ist logisch. Wenn ihr was er braucht dafür, wahrscheinlich nur ein bisschen Muskelkraft. Irgendwas stimmt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber irgendwas stimmt ja mit der Mission nicht. Dann müsste ich neu laden, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich kann die gar nicht annehmen. Da steht nichts. Muss ich die irgendwie freischalten? Ja, vielleicht wisst ihr das ja. Also ganz merkwürdig. Merkwürdig. Ja, aber ich will den Ton noch. Es ist ja auch dem besser da oben. Da kann ich die so auch einfach schon annehmen, die Quest. Da steht ja auch was Pipeline. Mäßiges.
immer so eine, klar, ne, ein kleines Auto, eine Runde besser, aber hat jeder auch, easy peasy. Oha. Wenn er natürlich hier so die Kurve nicht nehmen möchte, wegen Steiners und Tanners und sowas, ne, dann natürlich schwierig. Der Royale sagt, hier rückwärts hinfahren können, ne? Sehr schön. Gut. Auf Umwegen irgendwie der Tier Donner geschafft. So, haben wir uns eine Übersicht verschafft. Das ist ganz gut. Gucken wir mal hier hin. Hier kann man auch wieder zum Tunnel zurück, oder? Ja. War eine ganz eklige Route irgendwie. Ich glaube, machen wir nicht so. Wie sieht es denn hier im Süden aus? Denn irgendwann würden wir in der Hauptstraße, denke ich mal, auf die nächste Hauptstraße kommen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch unten noch einen Anhängershop. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das werden wir gucken auf der, ja, in der nächsten Folge. Gut. Dann wünsche ich euch noch was, einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.